fand das Projekt sehr spannend, habe dann das Regelgebiet bekommen an dem Abend noch und kam am nächsten Morgen zum Überzug über Karl gleich. Keine Wurzeln, keine Puzzles, kein Gegenstand. Es war ein Film, es war, da war nur Interaktion dabei, da waren keine Rätsel dabei, konnte sich umsetzen. Ohne dass wir etwas davon wissen, in diesem Dokument, diese Kisten, Kuchen der Blätter, zu einer Firma, die aus diesem Dokument eigentlich Gendokumente erstellt hat. Das hat 3 Monate gedauert. Also von der Produktion haben wir jetzt mal 3 Monate verloren, um das hier zu bekommen. Eine Story, die funktioniert. Unser Problem war, wir hatten ziemlich viele Leute plötzlich da hängen, die zwar bezahlt wurden, aber nicht weiterarbeiten sollen. Wir haben das ganze Projekt gestoppt, weil wir meinten, mit dem Dokument können wir nicht weiterarbeiten. Das sind die Concept Art Künstler auf der anderen Seite, aber da rumgesessen konnten, wussten nicht, was sie tun sollten. Also haben wir eine Art Notlösung gefunden. Während wir beide das Dokument umgearbeitet haben, haben wir schon mal grob aufgeschlüsselt, was wollen wir denn überhaupt kommunizieren innerhalb des Games. Und zwar nicht von der Storyline, nämlich was soll der Spieler selber während der Level fühlen. Also auf diese Emotionsebene gegangen, fühlt er sich sicher, ist er gerade in Bedrängnis. All das ist ja das, was das Spiel eigentlich entscheidend macht. Wenn ich in irgendeinem Level bin und werde plötzlich angegriffen, dann empfinde ich sowas wie Angst. Und das waren eigentlich die Kernelemente, um auf die Konzeption zu können, dass später weiterarbeiten kann. Das hat so ausgesehen, das ist zum Beispiel einer der ersten Concept Arts. Sowas ist am Anfang innerhalb von 2 bis 3 Tagen entstanden. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man hier hinten zum Beispiel auch überall schwarze Löcher. Es musste sehr, sehr schnell gehen. Im Grunde ist das ganze Bild eine Fotomontage gewesen aus dem letzten Paris-Urlaub, wo man einfach Notre Dame hoch fotografiert hat, das Ganze dann vertikal gespiegelt und schon hat man eben wunderschöne Hochhausschlucht. Natürlich sind die ganzen Figuren dann plötzlich auf dem Kopf. Diese Styleframes sind so entstanden, dass wir uns halt erstmal mit dem Material auseinandergesetzt haben, was irrsinnig groß war. Es sind 2500 Romane rausgekommen seit 1968. Es gibt ein eigenes Peripedia dafür und mussten uns halt in diese ganze Materie erstmal rein versetzen oder erstmal reinlesen. Dreitausend Jahre lang nicht sterben können. 3000 Jahre lang zusehen, wie das, was man gesät hat, aufgeht, blüht und verwelkt. Wieder und immer wieder. Ein Beispiel von dem, wie wir die Szene jetzt aufgebaut haben. Ich mache jetzt erstmal keinen Raum. Ich lege mal einfach nur ein paar Flächen. Symbole, Eingang, Ausgang. Der Charakter ist immer da und kann die Prologie schon erstmal anfangen. Ich meine, wir sind ja schon bezahlt, wir müssen sicher so 3 Wochen warten, bis die nächste Rätsel oder der nächste Teil von der Story kommt. Nachdem diese Pre-Production-Stufen dann aufgebaut sind, hat man dann jeden einzelnen Raum genommen und hat draußen einen Whiteout gemacht. Also ich konnte schon durchlaufen und die Rätsel lösen. Okay, Level durchgespielt, stimmt, so lange Elemente so lieb, stürzt nicht ab. Jetzt können wir es wirklich in die Finals reinmachen. Thank you.
haben wieder die Shadows gelegt. Das heißt, wir haben Flächen hier, die dunkel sind. Wenn der Charakter läuft, wird der Schatten von dem Charakter absorbiert. Normalerweise sind die Ledger so, dass die Schatten immer fallen, auch wenn der Charakter in den Schattenbereich ist. Bergbaustadt zeigen. Dann kam mir auf die Idee, warum wir diese ganze Stadt nicht komplett auf einem Bohrer drauf haben, die sich langsam in diesen Planeten reinfrisst. Als wir uns gedacht haben, oh, da sind wir glücklich, wir haben sogar wirklich Millionen drin, kam der Publisher auf uns zu und sagte uns, das Spiel ist ab 6. Damit war die Idee von der kriminellen Stadt ein bisschen gestorben. Wir haben uns aber nicht nehmen lassen, trotzdem mal unsere Shops, unsere in den rötlichen Milieu einzubauen. Wir haben einfach eine Sprache entwickeln lassen, die es natürlich noch nicht gibt. Haben die Shopnamen übersetzt, das ist ein Kind, was es spielt und nicht entziffern kann. Natürlich kann man den Code rechts aus dem Internet runterladen.